Hallo und herzlich willkommen aus Moskau, aus dem schönen neuen Hotel Marriott Courtyard Pavelétskaya. Dieses komfortable Hotel befindet sich nah am Pavelétskaya Bahnhof. Wir beziehen jetzt das Zimmer 621 in der 6. Etage. Bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar. Wir öffnen die Tür und sagen schon mal vorab, an der Rezeption besticht die Freundlichkeit der Mitarbeiter, die mindestens zweisprachig die Kundschaft beraten. Wir betreten jetzt das Zimmer 621. Ein sehr geräumiges Zimmer mit Klimaanlage, mit großen Panoramafenstern. Man hat hier wirklich einen ganz, ganz tollen Ausblick auf das abendliche Moskau. Ja, man hört überhaupt nichts von der Straße. Obwohl man denkt, es ist in der Nähe zum Bahnhof, es müsste laut sein. Nein, überhaupt nichts. Es ist muckmäuschenstill. Wir öffnen jetzt das Fenster und selbst dann ist es ruhig hier. Das Fenster wird wieder geschlossen und wir genießen das großzügige Ambiente des Standardzimmers. Schreibtisch mit Leselampe, mit Tischlampe, Entschuldigung. Ein riesengroßer Flachbildfernseher. Ein riesengroßes, bequemes Doppelbett. Ein Kleiderschrank. Teekocher mit hier verschiedenen Teesorten und Zucker. Hier drin haben wir eine Minibar und im Schrank sehen Sie das, was alles was die Marriott-Kette auszeichnet, nämlich außer der Kleiderbügel haben wir hier noch eine Kofferablage, Bügeleisen, Bügelbrett, Laptop, Safe mit Zahlenschloss und wie gesagt, das Herzstück ist natürlich dieses riesengroße und bequeme Bett. Mit zwei Kopfkissen pro Person. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns den Flur, richtig, Hausschuhe, riesengroßer Spiegel und hier betreten wir zusammen mit Ihnen das Badezimmer. Ganz spannend wird es jetzt. Es ist nämlich eine begehbare Dusche. Sehr, sehr großzügig gestaltet und ganz, ganz gut ist hier, dass die Tür nochmal verhindert, dass das Wasser auf dem Boden landet. So, hier haben wir die Dusche und viel, viel Platz zum Walzer tanzen. Mineralwasser. Ja,
dieser aus Glas. Und einmal noch ein Überblick über das gesamte Zimmer. Sechste Etage, Zimmer 621. Mit Ihnen zusammen besichtigte das Hotel Marriott Courtyard Pavelétskaja und ein Standardzimmer Alexander von Alex Reiseservice. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Moskau. Bis bald.